Und ich meine, was soll ich denn jetzt zum Beispiel schon noch machen? Ich auch nicht. Leute, er ist jetzt schon tot. Der wird schon als tot registriert. Genial. Okay, jetzt haben wir doch noch einen Hauch einer Chance, wenn die jetzt schon tot sind. Und wir aber trotzdem noch unsere Munition angezeigt bekommen. Vielleicht haben wir ja Glück. Das ist jetzt ja mal so scheiße, so steht er auf einmal auf. Jetzt jemand mitgezählt, wie viele Magazine es waren? Waren es jetzt 3, 4 oder 5? Ich habe das letzte Magazin nämlich nicht mitbekommen. Lol. Die sitzen hier einfach. Aber das gefällt mir, die Knarre unsere stärkste Waffe ist, kann das sein? Der spuckt uns gleich auf den Kopf oder so. Die sind extrem overpowered. Oh, was war denn das jetzt? Das letzte Mal, als ich dieses Spiel gespielt habe, bin ich dann kurz vorm Abnibbeln hier rumgerannt, weil die Bibliothekare meine Gasmaske kaputt gemacht haben. Und was ich ja schon mal sehr beruhigend finde, ist mir, damit ich jetzt die Erkenntnis habe, damit jeder Bibliothekar quasi seinen eigenen Bereich hat. Also so, damit ich jetzt nicht so, wenn ich jetzt einen abschieße. Und dann kommen dann jetzt noch 3 weitere oder so. Ich höre schon wieder den nächsten.
habe ihn noch gerade gesehen. Hoffentlich ist es wirklich nur einer. Oh fuck, der ist stinkwütend. Der ist stinkwütend. Wo ist er hin? Scheiße. Wir haben keine Muni mehr. Vier Kugeln ist jetzt auch nicht gerade so die Welt. Das sieht aus wie das ersuchte Archiv. Ich weiß gar nicht. Haben die das in diesem im Spiel schon gesagt, damit das Buch, was die suchen, ist ein schwarzes Buch mit goldenem Rand. Müssen wir mal drauf achten. Wenn der jetzt ein schwarzes Buch mit goldenem Rand nimmt, dann haben sie es wahrscheinlich gesagt. Ansonsten frage ich mich nämlich, woher dein Atom dann weiß, was ist, welches Buch was ist. Okay, es ist ein stinknormales Rotes. Ach, schön, ganz am Anfang konnte ich das überall nicht aufmachen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, fahrt nach Sparta. Ich hatte die D6-Dokumente gefunden, aber Miller war nicht zurückgekehrt. Ohne seine Hilfe war ich mir nicht sicher, ob ich lebendig aus der Bibliothek herauskam. Aber alles hing davon ab. Puh. Ah, wieder an der frischen Luft. Ah, sehr schön. Draußen diesen moderischen Gebäude. Nice. Wo willst du hin, Mann? Für 50 Kugeln bring ich dich. Du hast es also geschafft, Artyom. Ich hatte Zweifel, um ehrlich zu sein.
Hast du etwas gefunden? Okay, steig auf. Yeah. Wo geht es denn hin? Zur Kirche. Arjun, klingelt es bei dir, wenn du den Namen Khan hörst? Ja. Er hat uns geholfen, dich zu finden. Ich weiß noch immer nicht, wie er das geschafft hat. Hey, wie willst du mir das nur sehen? Klar, machen Sie sie an. Khan war der Bauchredner. Entschuldigung. Ja, aber Khan, das war unser... Da wären wir. Dies ist der erste und bislang einzige menschliche Außenposten hier oben. Spartas Außenbasis. In der Zwischenzeit schaue ich mir mal die Dokumente an, die du mitgebracht hast. Sprich das mal Waffen und so, das wäre wirklich mal sehr angenehm. Unsere Hoffnung war es, die Regierungsbunker über den Ural zu kontaktieren. Aber diese Bunker hatte es als erstes erwischt. Anfangs wurden keine zivilen Ziele direkt geschossen. Hi, Artyom. Ich bin Wladimir. Nimm, was immer du brauchst. Cool, danke schön. Was hast du denn so Feines? Das nehme ich definitiv alles an Munition mit. So, da liegt noch mehr, da liegt noch mehr. Ja, so schön. Da hinten noch. Ist das die große? Sieht aus wie die große. Die große nehme ich. Nein, unsere ist besser. Ich weiß nicht, oder sollen wir lieber die nehmen? Nee, wir nehmen die große elektrische. Die ist definitiv, aber definitiv besser. Zeug wie dieses findest du in der Metro nicht. Modernste Militärausrüstung. Krass, was ist denn hier jetzt los? Boah, hallo? Übelst. Hey, ich würde gerne die Flammenwerfer haben. Und jetzt? Hey Leute. Hallo Artyom. Hi. Ich mache Übungen, wie du siehst. Ja. Und wie ich sehe, hast du zwei Kisten mit einem unendlichen Boden. Ich bin begeistert. Udo! Hallo Artyom. Hallo Udo. Ich sagte doch, wir sehen uns wieder. Ja, stimmt, hast du gesagt. Eine hübsche Basis, die Ranger sich geschaffen haben. Ich habe gehört, dass die Polis dir nicht geholfen hat. Und jetzt? Bleibst du still, wirst du zu einem Ranger. Schau dir deinen Weg genau an, Artyom. Und denke daran, wie er enden könnte. Ich könnte sterben. Du erntest, was du säst, Artyom. Gewalt führt zu Gewalt, Krieg zu Krieg. Und Tod bringt nur Tod. Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, bedarf es mehr als gedankenloses Handeln. Nun, Artyom. Ich habe hier schon zu lange geplaudert. Zeit zu gehen. Auf Wiedersehen. Ciao. Der mit seinem tiefgründigen Müll, aber ich glaube, er hat von den Endszenen geredet. Hier ist nicht viel Nützliches drin. Hauptsächlich Andeutungen. Immerhin der Weg zu D6. Dann ist das also unser Ziel. Bereit? Wie sieht es aus? Ullmann, ist alles bereit?
Das Brennholz ist fertig. Wladimir? Die Ausrüstung ist bereit. Und ihr Leute? Bereit. Dann steigt auf. Jetzt wird's aber spannend, ja. Wir fahren sogar mit dem Zug. Gut, Zeit, den Ofen anzuwärmen. Ach du Scheiße. Dunkler Tunnel, klappernde Räder und der Geruch des Todes. So begann unsere Reise zu D6. Aber unser Ziel schien jetzt näher. D6. Oh nein. Der Karte nach führen mehrere Wege zu D6. Der nächste davon führt durch die Gebäude bei der Kiewskaja. Das versuchen wir. Kiewskaja. Über diese Station habe ich seltsame Dinge gehört. Es gab eine Explosion im Tunnel und viele Leute wurden lebendig begraben. Angeblich haben sie überlebt, sind aber keine Menschen mehr. Es soll auch etwas Seltsames in diesen Tunnels gesichtet worden sein. Eine Art Nebel. Vermutlich Unfug. Natürlich. Wer würde das auch schon glauben? Wladimir hat seine Familie in den Tunnels verloren und er kann sich nicht erinnern, was passiert ist. Krass. Artyom! Was ist jetzt los? Oh mein Gott. Leute, ich vertraue diese Zugfahrt nicht. Voll gekotzt. Oh mein Gott. Artyom! Mehr Riechsalz! Wach auf, Artyom! Wach auf! Oh. Gut, er kommt zu sich. Weißes Bild, weißes Bild. Nimm das Licht weg, du blendest ihn. Artyom, bist du okay? Also, du hast uns echt erschreckt. Artyom, was war das? Keine Ahnung. Kannst du aufstehen? Ja. Ich denke schon. Komm, reich mal mit deiner Hand. Balla, dankeschön. Wir kommen an. Hier ist eine Luftschleuse. Gut. Anhalten. Wie bin ich denn hingefallen? Egal. Ich meine, ich stehe hinten in der Ecke. Boris, hier nicht zu sehen, oder? Oder? Doch, da. Ich wusste doch, dass alles zu glatt läuft. Vlad, wir müssen diese Tür öffnen. Artyom, du bleibst hier und gibst Rückendeckung. Wir brauchen keine Überraschung. Jo. Achtet auf eure Kehrseiten, Jungs. Okay. Okay. Wladimir. Such das erste Diagramm. Ulmer, schauen Sie her. Erst verbinden wir die Geräte, dann auf mein Zeichen legen Sie die Schalter um. A nach 2D. Ignorieren. Dinosaurus. Okay, Leute. Macht euch bereit. Artyom! An die Waffe! Was auch immer passiert, ich werde Feuer! Thank you.
auf mein Zeichen. 3, 2, 1. Das war ein treffendes Spiel. Er kommt näher! Oh oh. Endlich! Das Tor ist auf! Leute, Leute, ich würde... Ach so, gut. Ich habe gedacht, die lassen mich jetzt hier zurück. Beeilung! Los! Scheiße, so nah! Scheiße, spring nicht an! Na los, Leute! Wir müssen weg hier! Okay, gestartet! Gib Stopp! Ach, Gott sei Dank! Oh, das war knapp. Wir haben es geschafft! Also, yeah. Da möchte ich jetzt nicht mehr sein. Ich auch nicht. Das ist jetzt die Endstation. Kann ich die mitnehmen? Nicht? Oh. Okay, Männer. Wie sieht der Plan aus? Okay, Jungs. Dies ist die Tür, die nach D6 führt. Was ist das? Scheiße. Ist das hier dunkel? Na dann mal los. Los geht's. Das Chaos des Tunnels war hinter der Luftschleuse eingeschlossen. Sie schienen unverwundbar zu sein. Und meine Kameraden ebenfalls. Yeah.